Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Die Sendung heißt HSBC Daily Trading TV und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, auf wöchentlicher Basis Ihnen zwei interessante Basiswerte für Ihre eigenen Trading-Aktivitäten vorzustellen. Heute ist das der Kursverlauf des S&P 500 und dann aus heimischen Gefilden die K+S. Aktie. Starten wir mit dem Blick über den großen Teich in die USA. Da hat der S&P 500 sich zuletzt oder genauer gesagt seit Anfang März eine Verschnaufpause gegönnt. Bei 2400 Punkten hat die Bullen regelmäßig den Mut verlassen. Diese Verschnaufpause war allerdings davon geprägt, dass man nicht ansatzweise größeres Terrain auf der Unterseite hätte preisgeben müssen. Und deswegen ist die 2,4 aus unserer Sicht ein ganz interessantes Niveau, ist nämlich möglicherweise der Trigger für die nächste Stufe der Rallye. Ich hatte es schon gesagt, die letzten 2,5 Monate haben wir regelmäßig uns an der 2,4er Marke den Kopf gestoßen. Kann man auch im Monatschart des S&P 500 ablesen, wo die letzten beiden Monate einen sogenannten Inside Month bilden. Das heißt, die Kursentwicklung vom April, die verblieb innerhalb der Handelsspanne des März-Monats. Und damit wird die Bedeutung der Marke von 2400 Punkte nochmals unterstrichen. Gestern dann neues Rekordhoch, 2.404 Punkte, und damit drängt sich die Frage auf, ist die Konsolidierung der letzten 2,5 Monate zu Ende und gelingt uns der nachhaltige Ausbruch, dann winkt aus unserer Sicht wirklich hier nochmal eine neue, die nächste Stufe der Rallye, dass die dann eben zündet. Das Schöne ist an der aktuellen Ausbruchssituation, man ist auch unter Risikogesichtspunkten nicht auf sich allein gestellt. Auch da kann die technische Analyse wertvolle Hilfestellungen liefern. Prädestiniert als Stop-Loss auf der Unterseite aus unserer Sicht eben eines der Aufwärtskurslücken, die wir zuletzt gerissen haben. 2356 zu 2369 sind hier entscheidende Chartmarken, die man als Absicherung auf der Unterseite aus Anlegersicht heranziehen kann. Liebe Zuschauer, als zweites kommen wir wie versprochen zur Aktie von K+S und ich habe Ihnen den Tageschart mitgebracht. Darin habe ich eingezeichnet eine Schulterkopf-Schulter-Umkehr als unteres Wendemuster. Auf dieses Umkehrmuster schloss sich eine erste dynamische Erholungsrallye an, und zwar bis Ende Januar 2017. Seither hat sich die Aktie eine Verschnaufpause gegönnt. Und dann kam die Kursentwicklung des gestrigen Handelstages oder der Start in die neue Woche für K+S wirklich aus technischer Sicht eine ganz entscheidende Weichenstellung vorgenommen. Wir haben einen Aufwärtsgap nach oben gerissen und mit diesem Aufwärtsgap haben wir gleichzeitig auch den Korrekturtrend seit Ende Januar brechen können. Damit ist aus unserer Sicht die gesamte Kursentwicklung der letzten Monate als Aufwärtstrend bestätigende Flagge zu interpretieren. Und dieses Trendfortsetzungsmuster lässt zunächst mal erwarten, dass wir einen neuen Angriff vollziehen werden auf das bisherige Jahreshoch. Die haben wir, oder die Jahreshochs bei knapp 25 Euro, die haben wir, wie gesagt, Ende Januar gesehen. Perspektivisch über den Tellerrand hinausgeblickt, lässt die Flagge sogar etwas mehr an Kurspotenzial erwarten, wenn man die Höhe, also Mast und Flaggenmast misst, dann ergibt sich sogar ein rechnerisches Kursziel im Bereich von knapp 30 Euro. Und das würde interessanterweise sehr, sehr gut passen zu einer großen Kurslücke, die wir im Kursverlauf noch offen haben, aus dem Herbst Oktober 2015, eben im Dunstkreis der 30-Euro-Marke ist diese Kurslücke angesiedelt. Und regelmäßige Zuschauer unserer Sendung wissen, wir machen es uns auch zur Aufgabe, sie über die Risiken nicht alleine im Regen stehen zu lassen. Also Stop-Loss aus unserer Sicht, genau die Kurslücke, die wir gestern Morgen gerissen haben, und die untere Gap-Kante liegt hier bei 22,38 und damit entsteht im Umkehrschluss auch ein mehr als attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.
Liebe Zuschauer, wenn Sie diese Analyse nochmal nachlesen möchten, dann schauen Sie auch in die Printausgabe unseres börsentäglichen Newsletters HSBC Daily Trading. Die Printausgabe, da finden Sie heute auch beispielsweise die K+S-Aktie drin enthalten. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.